Ja, hallo liebe Feinschmecker, ich bin's wieder, euer Kostfischer. Diesmal habe ich für euch Seeteufel und ich habe da ein Rezept im Internet gefunden und das werde ich einfach mal nachkochen. Seeteufel habe ich bekommen aus Südnorwegen und da war ich ja zuletzt und habe das über einen Fischer da beziehen können. Und ja, wollte ich schon immer mal ausprobieren, ist ein sehr teurer Fisch und wir machen den so ein bisschen im Speckmantel mit einem Ratatouille drinne und ja. Falls euch das interessiert, ich liste alle Zutaten wie immer unten drunter auf und wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Ja, und das sind die weiteren Zutaten, die ich benötige. Eine relativ große Zucchini, eine Paprika, eine rote, eine Zitrone, eine Zwiebel, eine Tomate, Salz und Pfeffer zum Würzen, Thymian. Braucht man eigentlich nur ein paar Zweige, aber es gibt hier irgendwie immer nur so abgepackt. Selber im Garten habe ich sie noch nicht. Und Bacon. Im Rezept steht 125, also 100 Gramm. Ich habe jetzt einfach zweimal 100 Gramm genommen, weil ich habe etwas mehr Seeteufel. Und zwar zwei schöne Filets zu je ungefähr einem halben Kilo. Und die werden nachher aufeinander gemacht. Und das Ratatouille kommt dazwischen und dann wird das mit einem Garn umwickelt. Und ich denke mal, ich brauche etwas mehr Speck. Also ungefähre Mengenangabe ist jetzt auf ein Kilo gerechnet. Mal gucken, wo wir rauskommen. Ich mache es das erste Mal. Aber ja, ich bin gespannt. Ja, es geht damit los, die Zwiebel fein zu würfeln. Die wird dann gleich als erstes angebraten. So, auf leichte Stufe oder mittlere Stufe schon mal andünsten. Währenddessen schon mal die Tomate waschen, schälen, Paprika genauso, Zucchini ebenfalls, bisschen Olivenöl in die Pfanne. Die Tomate vierteln, das Innere kommt raus, die Kerne, und dann wird das in feine Streifen geschnitten. Also so. Als zweites kommt in die Pfanne allerdings die Paprika. Auch nur kurz entkernen, waschen und ebenfalls in Streifen schneiden. Beziehungsweise ich werde das etwas kleiner machen. Ich werde das in so kleine Stückchen machen. Die werden jetzt auch kurz nach den Zwiebeln gleich mit angebraten. Jetzt die Zucchini. Schön köcheln lassen, 4 bis 5 Minuten. Jetzt nach einer gewissen Garzeit kommt der Thymian dazu, kurz abwaschen und dann einzeln die Blätter abrupfen und damit rein. Und dann kommt auch die Tomate dazu. Alles einmal richtig schön scharf anbraten jetzt. Und dann kann das runtergestellt werden. Wie gesagt, mit Salz und Pfeffer abschmecken. So, nun wird der Fisch vorbereitet. Er muss natürlich abgewaschen und abgetupft sein. So, jetzt lege ich mir hier ein Stück Frischhaltefolie aus.
nicht sehr elegant, aber immerhin. Ich glaube, am besten wäre es, wenn das ein bisschen überlappt, wa? Ich würde das mal überlappend legen. Und jetzt sieht man schon, das war ein Paket. Also mit 200 Gramm ist man da, glaube ich, ganz gut dabei. So, da kommt die erste Filetseite jetzt drauf. Und jetzt beginnen wir damit, den Geschmack da reinzukriegen, und zwar mit Zitronensaft und ein bisschen Salz. So, nun wird das ganze Gemüse, was wir hier angebraten haben, da drauf gebracht. Hoppala. Das zweite Stück Filet da drauf. Oh, ist ein ganz schöner Turm hier. Und dann sollte das theoretisch mit dem Speck eingewickelt werden. Im Rezept steht mit einem Garn, ich werde jetzt auch noch Holzspieße verwenden, um das Ganze zu fixieren. So, nun wird das Ganze mit dem Garn zusammengebunden. Kleiner Tipp am Rande, was ich jetzt nicht gemacht habe, das Garn sollte man vorher dahin legen. Stand blöd im Rezept, macht nicht denselben Fehler. Na, aber geht bestimmt auch so. Ja, geht schon. Das ist einfach Garn von Rouladen oder sowas, ne? So. Und jetzt wird das schön zusammengeknudelt. Ja, so sieht dieser ganze Wrap jetzt aus. Jetzt kommt er auf dem Backblech, ordentlich Öl darunter, natürlich die Folie muss weg. Ja. Dann ungefähr 3 Esslöffel Öl nochmal oben drüber. Und dann ungefähr für 25 Minuten in den vorgeheizten Ofen bei 200 Grad. Und ein paar Mal drehen. Also ich werde ihn dann einmal umschubsen und nochmal umschubsen und ich denke mal, das langt dann. Boah, so sieht das Ganze aus. So, 200 Grad Umluft, ab in den Ofen und dann sehen wir uns, wenn das Ergebnis fertig ist. Oh, noch ein bisschen beschlagen. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Der Bacon ist außen richtig knusprig geworden. Ja, nun gibt es da einen kleinen Feldsalat zu mit Granatapfel drin. Und dann lassen wir uns das jetzt schön schmecken. Jo, mich gibt es auch noch. Viel Spaß beim Nachkochen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein.